Hi und willkommen zurück bei Leonex. So Leute, nur ganz kurz. Heute ist die gleiche Situation wie letzte Woche Freitag. Ich fahre wieder zum Training, treffe mich dumm mit Oktay und dann ab dafür. Das Gute ist, diesmal muss ich ihn nicht abholen, weil er diesmal zum Training gebracht wurde. Also er hat einen gefunden, einen, der jetzt bei uns im Training dabei ist. Der macht sowas vom Beruf her. Und hat auch selber, soweit ich weiß, jetzt da auch einen Rollstuhl. Kann zwar stehen, aber hat irgendein Problem mit der Wirbelsäule oder so. Deswegen kann er halt zwar stehend auch gehen, aber nicht sehr lange und auch nicht sehr gut. Der macht sowas beruflich, Autofahren kann er ja, im Sitzen ist ja nicht so schwierig dann. Und der fährt halt den Oktay, passt mir ganz gut. Auch, weil er kommt pünktlich zum Training und ich muss die extra Umweg machen. Und wir haben dann nur noch eine Stunde vom Training, so haben wir insgesamt hat er immer noch volle zwei Stunden. Ich habe immer noch ein bisschen mehr Zeit. Damit kommt nachher. Ich muss nachher wieder was zu essen jagen gehen, wie jeden Freitag jetzt wahrscheinlich. Das wird Alltag werden bei mir und ich muss nachher noch zu meinem Dad. Und werde da das Wochenende auch bleiben bis auf Sonntag. Sonntag muss ich zurück, weil Mario und Rocco. Wir hatten vor, uns bei mir zu treffen. Das ist das letzte Mal, dass wir uns treffen können, bevor meine Mom in Urlaub fährt. Weil meine Mom hat gesagt, dass wenn sie nicht da ist, dass sie nicht so gerne möchte, dass irgendwer vorbeikommt. Das gilt für mich und für meinen Bruder. Und ansonsten, ja, der Grund, warum ich zu meinem Vater fahre, erstens, ich muss unbedingt den Reifen austauschen, weil letztes Wochenende, wie ich bei meinem Dad war, hat mir jemand den rechten vorderen Reifen ein Loch eingestochen. Der wurde jetzt hoffentlich ausgewechselt und wir müssen ihn am Samstag dann draufziehen. Heute ist es zu spät, wenn ich vom Training wieder komme. Und zweiteres, ich muss unbedingt nachfahren am Dad. Es lief nämlich die Woche ein etwas größeres Event für meinen Dad. Ich verrate jetzt mit Absicht nicht was. Vielleicht erklärt er sich nachher, wenn ich da bin, sehr dazu bereit, es selber euch zu erklären. Aber ich möchte es nicht mehr erklären. Also, ja, ich würde mal sagen, bis gleich, wenn der Oktay da ist. So, der Bühnenschwitter. Und man kennt so, Hi. Man erkennt so leicht im Schatten, sein Bart tarnt ihn sehr gut im Dunkeln. Der Oktay sitzt endlich neben mir. Und ja. Das Blöde ist, wir sind jetzt in der letzten Zeit immer wieder mehr. Also es kommen immer wieder neue dazu zum Training, deswegen kann ich nicht immer in der Halle filmen. Ist gut für einen Verein, aber blöde fürs Video, dass ich da nicht filmen kann leider. Weil, ja, kennt ja, einige kennen das ja, wenn man so mitten in der Öffentlichkeit filmt, dann kommt man immer, was macht ihr hier? Hört mal auf die Filme. Yeah. Und in der Halle ist es natürlich genauso. Deswegen, ich will mit keinem vom Verein Stress haben, deswegen lasse ich das lieber. Aber war schön heute. War gut. Waren heute mal echt mal viele. Neun Leute. So, ich lade jetzt noch den Dicken ab. Und dann muss ich was zu essen in den Magen bekommen. Ich habe schon bestimmt seit 5 oder 6 Stunden nichts mehr gegessen. Boah. Ja, boah. Frühstück bzw. Mittagspause und da ist dann das, was du dabei hast. Und so, dann ist erstmal nichts bis Feierabend. Und jetzt bis nach dem Training. Außer du bist im Büro und kannst nicht stehen. Im Büro kannst du auch nicht die ganze Zeit ramdada, ramdada, ramdada. Machen viele. Ich kenne. Das Coole ist, wenn mein Vorarbeiter mal vorbeikommt und ein bisschen Schokolade dabei hat, kannst du wenigstens so zwischendurch vernaschen oder so, aber sonst gar nichts. Mach ruhig ein bisschen. Wird ja wärmer. Sonntag 17 Grad, nur Sonne habe ich gehört. Die kriege ich noch. War noch grün, oder? Ja. Ich habe ein Zeug. So. Boah, das ist so ärgerlich gewesen mit letzte Woche. Ne? Ja. Letztes Wochenende meine ich. Was ich erzählt habe, mit Reifen. Ach so. Richtig, richtig kacke. Warum macht man das? Das ist doch kein Ferrari, dem man die Reifen kaputt machen muss. Hast du da Feinde oder
Nein, eben nicht. Ich hab nur Freunde da. Ich habe auch gedacht, wen habe ich verärgert? Wo war das denn? In Merburg? Ja, zu Hause vor der Tür. Da hat der Wagen ganz friedlich gestanden. Ja. Ich war abends im Kino mit Lukas Schwester. Ja. Dann kam ich zurück, habe nochmal den Wagen aufgeschlossen, weil ich noch was verstauen wollte. Ja. Da war nichts. Ich habe sogar von der Seite aufgeschlossen. Das wäre mir also auf jeden Fall aufgefallen. Und als ich am nächsten Morgen rauskam, wollte ich weiter bei den Vorbereitungen für helfen, den Nachbarn, ne? Ja. Und ja, wie ich dann, wie dann irgendwann einer von denen ging, wurde mir gesagt, dass mein Reifen platt ist. Also wie platt? Ja, ganz platt. Kam ich raus und war, lag da auf der Felge. Also Gummi komplett leer. Alles an Luft raus. Das Gummi platt auf dem Boden, die Felge drauf. Und ich dachte, was soll denn der Scheiß? Habe den aufgepustet. Ich dachte mir so, gut, vielleicht hat einer nur am Ventil rumgespielt, um mir ins Streich zu spielen oder so. Wäre ja nicht so wild gewesen. Wir hatten ja eine Pumpe da, um aufzupumpen. Wir haben aufgepumpt auf 2,5 Bar, den vor hier vorne direkt auf überprüft. Die hatte ein bisschen Luft gefehlt. Das ist normal, dass die in mit der Zeit Luft verlieren. Ja, dann nochmal gemessen, nachdem der voll war, hatte schon wieder 0,5 Bar verloren. Habe ich gehört, oder so. Genau geguckt, also so ein eckiges Schnittmuster drin gewesen an einer Stelle. Zwar ganz klein, aber das hat gereicht, da hat es draus gezischt. Habe ich Spucke drauf gemacht, kamen Luftblasen, wusste ich direkt, aha, na gut. Und ich bin auch nirgendwo gegengefahren. Du kannst mir nicht erzählen, dass so ein Stück von der Felge entfernt irgendwie ein Splitter reinkommt. Welchen Film warst du? Club der Roten Bänder? Nein, wir waren in Alita. Nee, sag mir alles. Ist das diese eine Robo, achso doch, den Trailer habe ich gesehen. Das ist kein Robo, es ist ein Cyborg. Cyborg. Wo der Typ sagt, du bist die innovativste. Du bist das menschlichste Wesen, was ich kenne. Das Cyborg ist ja nichts anderes als ein menschlicher Verstand, beziehungsweise ein menschliches Objekt, eben einen Roboter gepflanzt, um die, ich sag mal, Körperwerte zu verbessern. Das gäbe es in Wirklichkeit jetzt. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar. Es gibt schon sowas bei amputierten Leuten, diese automatischen Prothesen. Automatischen Prothesen, aber so komplett, dass du nur noch dein Gehirn brauchst, das wäre doch gar nicht mehr geil. Das Herz brauchst du auch schon noch, die Organe auch, die kann man nicht ersetzen. Muss ja was essen, ne? Ich meine, gut, was essen muss man nicht unbedingt, aber da müssten halt alle Organe entfernt werden, ne? Bis auf das Herz, Lunge und das Hirn. Dann müsstest du hier halt Nährstoffe irgendwie spritzen, damit du nichts essen musst. Gibt's auch so zu Star Wars so unglaublich viele Theorien, wie das denn mit Darth Vaders Anzug ist, wie der isst oder wie der Nährstoffe aufnimmt und wie der überhaupt aufs Klo geht in seinem Scheißanzug. Deswegen, Ahnung habe ich davon nicht, aber. Kannst du schon Tür absetzen? Jedenfalls hat mich das sau geärgert, aber ich habe den Reifen jetzt da gelassen. Ich hatte zum Glück noch Reservesrad hinten drin. Ja. Und hat mein Vater den Reifen da gelassen. Er hat den dann in seinen Wagen geladen und gesagt, ich gehe Donnerstag zum Reifenschröder, dass die dir da einen neuen draufziehen. Das Gute, direkt neben der Firma von meinem Vater ist auch nochmal ein Reifenladen. Beziehungsweise so die machen, so einen Stand setzen und so weiter und so fort. Da weiß ich auch, wer es nochmal. Nicht TÜV, sondern Gutachten. Instand setzen. Doch Gutachten, ja. Danke. Und Inspektion. Ölwechsel und so weiter. Und Reifen vor allem auch, wo ich richtig jetzt Lack habe. Ich hoffe, dass die bis Samstag auch fertig sind. Deswegen habe ich Samstag auch keine Zeit, weil ich samstags damit zu meinem Dad in die Firma muss. Und mein Dad hat Samstag leider nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet, also muss ich früh aufstehen. Wow. Ja, egal. Ich wollte ja nachher noch ein bisschen zu Hause filmen und deswegen machen wir hier mal Feierabend. Okta, kannst du schon mal verabschieden. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und bis
zur nächsten Woche. Ja. In neuer, gewohnter Zeit. Alles klar. Bis dann.